Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch unsere Handmade-Sammlung, also alles, was die Kleine so an handgemachten Sachen hat in ihren Schränken. Es geht hier einmal um die Wickelkommode, da sind nämlich einige Klamotten drin und auch um den Kleiderschrank, der hier rechts steht. Und genau, ich würde sagen, wir fangen einfach an und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Los geht's hier an der Wickelkommode und da hat die Kleine am meisten Hosen handgemacht, aber wir fangen trotzdem mal mit zwei Bodies an, denn das ist einmal dieser hier, das ist unser Lieblingshandgemachter Body, der ist so schön und der Schnitt gefällt mir total gut, ich weiß nicht, welcher Schnittmuster das ist leider, aber gefällt mir total gut, ist super bequem für die Kleine, den tragen wir super, super gerne, wie man auch sieht, der ist schon ein bisschen hat schon gelitten. Genau, der ist aus so einem schönen Stoff hier. Ich glaube, von Glitzerpüppi ist der Stoff. Das weiß ich aber auch nicht ganz genau. Hat hier ein schönes Bündchen. Das Bündchen ist nochmal fixiert mit so einer richtig schönen Naht. Da sind so kleine Herzchen eingenäht. Also richtig, richtig schön. Und genau, das ist eben ein Body, der handgemacht ist. Und dann haben wir noch einen handgemachten Body in diesem Design hier. Das ist extra so ein Stoffwindel-Body, weil der hat hier unten, seht ihr schon, das ist richtig lang. Extra für den Stoffipo und der hat auch jeweils zwei Knopfleisten, damit man die eben richtig schön verstellen kann. Und auch der ist eben handgenäht. Und das war es eben, wie gesagt, schon bei den Bodies. Jetzt gehen wir zu den Hosen. Wie gesagt, da hat sie eigentlich fast ausschließlich selbstgenähte Hosen. Ich finde die farblich einfach so schön und die Schnitte sitzen auch einfach total gut. Fangen wir an mit einem unserer Lieblingsschnitte und zwar der Pompino-Schnitt, das ist dieser hier, also ihr seht, der ist richtig pumpig, so wie der Schnittmuster eben sagt, Pompino. Und ganz besonders auch bei der Pompino ist, die haben ein richtig langes Fußbündchen, wie ihr seht. Und genau, so wachsen die einfach unglaublich lange mit. Sie hat die schon getragen mit 62 und wir sind jetzt bei 80, 86 und sie passt einfach immer noch. Also den Schnitt empfehle ich wirklich jedem, der wirklich so, ja, was Schönes, Pumpiges mag. Aber auch zum Beispiel Taschen, weil wir haben hier halt eben noch so richtig schöne Taschen drin. Und ich finde, die steht Lia einfach unglaublich gut, diese Hose und allgemein dieser Schnitt. Und davon haben wir davon auch ein paar mehr. Genau, einmal diese hier. Dann haben wir diese hier mit diesem Stoff. Das Doofe ist, beim Waschen kommen die Taschen immer so raus. Die muss man dann entweder von innen festnehmen oder einmal wieder zurückstopfen. Aber das, ist halt so. Das kann man ja, wie gesagt, wieder festnehmen. Dann stopft es einfach immer wieder zurück. Genau, es geht hier aber eher um den Stoff. Nämlich haben wir hier nochmal so einen Mickey Mouse Stoff. Das ist auch ein schöner Sweat. Der ist auch ein bisschen dicker. Also es geht auch ins Sweat. Dann haben wir noch eine in diesem Stoff. Hier zum Beispiel sind die Taschen festgenäht. Genau. Einmal in diesem Stoff hier, auch eine unserer Lieblingshosen. Ich finde die so schön vom Stoff her und genau, auch eine Pompino. Dann machen wir weiter mit Pompino Nummer 4 und zwar diese hier. Auch hier, wie ihr seht, ich fummel die Taschen da jetzt nicht wieder rein. Ihr wisst ja, wie das aussieht. Es geht ja hier jetzt nur um den Stoff. Nämlich haben wir hier auch ein Sweat mit so Waldtieren und so graumeliert. Auch das ist eine Pompino. Und dann schaue ich mal, ob wir überhaupt noch eine haben. Ja, eine haben wir tatsächlich noch. Und zwar auch wieder so ein bisschen was Graues mit so Beeren- und Waldtierstoff. Die ganzen Sachen habe ich bestellt, da wussten wir noch gar nicht, was es wird. Und deswegen sind das relativ viele neutrale Sachen. Das finde ich bei handgemachten Sachen aber auch echt gut, weil so kann das zum Beispiel das Geschwisterkind noch tragen. Genau, das waren jetzt alle Pompinos. Dann habe ich natürlich noch einfach so ein paar normale Hosen, zum Beispiel hier eine Buggy Pan. So sieht die aus, mit so kleinen Fake-Taschen und so einer kleinen Kordel hier. Die steht der Kleine auch richtig, richtig gut. Und der Schnitt ist auch richtig toll und der Stoff gefällt mir unglaublich gut. Dann haben wir hier einfach nochmal so eine ganz normale Hose. Kein besonderer Schnitt. Einfach so eine ganz normale Hose. Dann habe ich hier mein Zweitlieblingsstoff, Schnitt nach der Pompino ist einmal die Poppy. Schnittmuster Poppy, ihr seht, die ist richtig breit, also wenn die Kinder die anhaben,
Dann ja, haben sie hier vorne richtig viel Platz für die Windel und die können einen fast einen Spagat machen. Also das ist echt ein richtig toller Schnitt, wie ihr seht. Ich liebe den wirklich. Also das ist wirklich mein Zweitlieblingsstoff nach der Schnitt nach der Pompino. Ich finde den einfach genial und das ist so bequem für die Kleinen. Deswegen haben wir da auch ein paar mehr. Es sind jetzt leider sehr, sehr viele zu klein geworden. Deswegen kann ich euch nur noch ein paar zeigen. Aber das hier ist auf jeden Fall noch eine, die dazu gehört. Auch aus so einem richtig schönen Stoff. Und die passen, finde ich, auch ultra lange. Also die hat sie jetzt auch schon, glaube ich, drei Größen an. Und dann haben wir auch noch eine aus diesem Stoff hier. Auch richtig schön. Kann man auch mit Sweat machen. Zum Beispiel dieser Stoff ist auch ein Sweat. Ja, wie gesagt, also ich finde den Schnitt einfach perfekt für Kinder. Erst recht mit Stoffwindelpo. Da passt das perfekt. Genau, das war auch schon die letzte in der jetzigen Größe, die wir noch haben. Dann habe ich hier auch noch eine normale, so einen normalen Schnitt. Die haben wir von einer Freundin geschenkt bekommen. Die hat auch ein sehr, sehr langes Bündchen hier unten. Kann man noch so aufmachen. Genau, auch mit so einem kleinen Monstern drauf. Finde ich auch richtig süß und trägt die Kleine auch total gerne. Dann haben wir hier noch eine ganz normale. Also es ist, glaube ich, alles der gleiche Schnitt. Kommt mir jetzt auf jeden Fall so vor. Ich denke mal, dass es liebst ist. Also es kommt, also ich denke mal, ich weiß es nicht ganz genau, aber die habe ich hier nämlich gekauft und bestellt. Und die hat auch ein sehr, sehr langes Bündchen unten. Und einen sehr, sehr schönen Stoff. Da haben wir auch den passenden Pullover zu. Das ist so ein Set gewesen. Gott, ich habe echt unglaublich viele Hosen, ne? Ja, dann habe ich hier noch eine, die habe ich selber gemacht. Das ist die Knickerbocker, glaube ich, so heißt die. Die Knickerbocker. Die ist auch richtig genial. Also die fällt unglaublich gut. Die sitzt total gut. Die hat ja auch richtig lange Bündchen. Die sind jetzt bei hier noch bei uns noch eingeschlagen. Aber die ja, hat nachher solche großen Bündchen. Und die sitzt so unglaublich gut. Ich liebe das Schnittmuster. Und hier zum Beispiel ist so eine Falte drin und hier kommen eigentlich noch zwei Knöpfchen drin. Das habe ich einfach noch nicht geschafft. Und ich wollte die unbedingt anziehen, deswegen trage ich die Kleine jetzt ohne Knöpfe, aber das ist ja auch völlig egal. Ich habe hier so einen richtig schönen Fischgrätenstoff genommen, das ist so ein Lammvlies. Auch richtig schön warm und richtig schön bequem. Und auch die lieben wir abgöttisch und trägt sie auch die Kleine total oft. Und das war es dann schon mal von der einen Seite. Hier haben wir auch keine mehr. Und hier haben wir dann die letzte selbstgemachte Hose tatsächlich. Und das ist eine Leggings aus diesem Stoff hier. Auch richtig schön. Und ja, trägt die Kleine auch sehr gerne. Also Leggings trage ich jetzt nicht so gerne, weil die einfach halt eng sind. Und ich mag es halt einfach lieber ein bisschen bequemer bei den Kleinen. Aber auch die tragen wir immer, immer wieder. So, dann war es auch schon von dieser Schublade. Dann machen wir einfach mal weiter mit hier der oberen. Hier sind nämlich Mützen. Haarbänder, Strumpfhosen, all sowas drin. Und natürlich haben wir auch einige selbstgemachten Mützen. Also unter anderem haben wir ganz, ganz viele von diesen Mützen. Ich hole euch mal ein Stückchen näher ran hier. So, könnt ihr auch ein bisschen mehr in die Schublade gucken. Also wir haben ganz, ganz viele von diesen Pixie-Mützen. Die sind ja gestrickt. Ich ziehe sie jetzt einfach mal dazu hier, weil es ja natürlich auch handgemacht ist. Da haben wir ganz, ganz viele von. Die sind überall im Haus verteilt, im Auto verteilt, in der Wickeltasche, im Kinderwagen. Und genau, deswegen zeige ich euch diese hier. Die ist nämlich jetzt hier in der Schublade drin. So, dann geht's los mit dieser Mütze hier. Das ist so eine kleine Hasenmütze. Mit so kleinen Hasenöhrchen hier dran. Und hier ist so ein Regenbogenstoff und alles für selber mache und innen auch. Dazu haben wir auch den passenden Overall. Der ist allerdings noch ein bisschen zu groß und deswegen kann ich euch den nicht zeigen, weil wir haben noch eine beziehungsweise eine Kiste, wo alle Sachen drin sind, die zu groß sind. Das zeige ich euch dann aber später, wenn die Kleine es dann trägt. Genau, dann haben wir hier passend zu der einen Buggy Pan einmal die Mütze mit dem gleichen Stoff. Hier seht ihr auch nochmal den Shop. Könnt ihr auf Instagram vorbeischauen. Ich liebe diesen Shop. Genau. Sie ist eine ganz, ganz tolle Person und ich bin. Ja, schon so ein bisschen befreundet mit ihr auf Instagram, weil wir einfach uns ganz, ganz viel austauschen, was das Nähen und so angeht. Ja, dann habe ich hier noch so eine Beanie, so eine richtig große Beanie. Und zwar hängt die dann nachher so richtig runter, wenn die Kinder die tragen. Genau, die tragen wir jetzt nicht so oft, weil die Kleine das nicht so gern mag. Aber auch die finde ich richtig schön und gehört natürlich dazu zu unserer Handmade-Sammlung. Die hier ist nicht handgemacht. Weiter geht's mit dieser Mütze hier.
Auch wieder eine Hasenmütze hier mit diesen Öhrchen dran. Einmal in dunkelblau und einmal mit diesen super süßen Waldtieren von Alles für Selbermacher. Da haben wir auch ganz, ganz viel jetzt gerade bestellt. Ich weiß nicht, ob ihr den Haul gesehen habt. Ich verlinke euch den nochmal. Da seht ihr auch noch ein paar Handmade-Sachen. Genau, finde ich auch ganz toll. Den Schnitt und vor allem den Stoff. Dann geht es weiter mit dieser hier. Die habe ich selber gemacht. Das ist einfach so eine kleine Knotenmütze. Die trägt die Kleine auch total gerne und das steht ihr auch total gut. Dann haben wir hier noch so eine, oh, wie heißen die? Ich glaube, Turbanmütze heißen die. So sieht die aus mit so einer Schleife. Die ist von Natsch. Da könnt ihr auch mal auf Instagram schauen. Und das trägt die Kleine auch total gerne. Da haben wir nämlich hier noch eine. Genau, tragen wir auch sehr, sehr gerne. Dann geht es weiter zu den Halstüchern. Da haben wir hier einmal so ein Musselinhalstuch. Auch selbst genäht. Die trage ich auch super gerne, weil die ja, saugen sehr, sehr viel Flüssigkeit auf. Und ich finde, die sind auch super schön, einfach immer. Dann habe ich hier von Felefant einmal so ein kleines Halstuch mit Flamingos. Genau. Dann haben wir hier einmal so ein Halstuch mit kleinen Rosen drauf und hier sowas, ja, sowas kleines Eingenähtes noch. Dann habe ich noch eins mit so kleinen Mickey-Mäusen. Und noch eins von Felefant. Da haben wir auch noch die passende Hose mal gehabt. Die ist leider schon zu klein. Mit ja, diesen Hafenkids von Alles für Selbermacher. Dann habe ich noch so kleine Wale. Da haben wir auch die passende Hose mal gehabt. Die ist aber auch allerdings leider schon zu klein. Dann habe ich auch hier noch so einen super süßen Stoff in Senfgelb. Auch da ist die Hose leider schon zu klein. Und dann haben wir hier noch ein Halstuch. Da haben wir jetzt auch noch eine Hose. Die ist gerade leider in der Wäsche. Also ihr müsst euch vorstellen, dazu haben wir nochmal passend eine Pumphose. Und dann haben wir hier noch so ein Halstuch, das ist ein bisschen größer. Das finde ich auch ganz gut, weil das, wenn die Kleine das trägt, dann fächert sich das noch so ein bisschen. Und ich finde, das sieht total süß aus. Einmal auf dieser Seite so und auf der anderen Seite einfach so. Kann man beide Seiten tragen. Dann habe ich noch einmal dieses Halstuch hier mit so kleinen Pandan drauf. Ich sehe gerade, wie viel handgemachte Sachen ich habe. Das ist ja echt krass. Genau, dann haben wir hier noch so ein Halstuch. Da haben wir auch ein passendes Set zu. Und zwar ist da noch eine Mütze und ein paar Schürchen dabei. Und das passt aber leider auch nicht mehr. Und hier haben wir eben noch ja, das Halstuch davon. Das passt noch. Genau. Dann haben wir noch mal so kleine Häschen hier. So als Halstuch. Dann haben wir zu der einpassenden Mütze noch so einen Loopschal. Fächert sich ja nachher so auf und dann tragen die Kinder den. Dann habe ich hier nochmal einen Musselin. Und dann haben wir hier auch nochmal Füchse. Genau. Und A1. Oder noch ein paar mehr kommen. Einmal dieses hier, das trage ich auch richtig gerne. Das ist auch von einer ganz, ganz lieben Freundin. Und das ist auch aus Musselin und das ist so, also es ist so ein Viereck. Und wenn man den Kleinen anzieht, dann teilt man das eben so einmal. Und dann kann man das hier mit einem Druckknopf zusammen machen. Und ich finde, das sieht so süß aus, weil wenn sie es trägt, dann ja, kommt hier eben unten dieses Hellblau von der Rückseite einmal mit raus. Und ich finde, das sieht so goldig aus. Also das ist wirklich bis jetzt der schönste Halstuchschnitt, den ich besitze. Dann habe ich noch dieses Halstuch hier mit so kleinen Füchsen. Und oh. Und noch dieses Halstuch hier, auch mit so Füchsen und Waldtieren. Und dann haben wir noch einmal eins in Musselin in Senfgelb. Und nochmal eins in Musselin mit so kleinen Ankern drauf. So, jetzt war es aber wirklich. Dann kommen wir erstmal. Oh nee, Gott, Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe hier noch ganz, ganz viele. Nochmal so ein Viereck hier, was man dann auch so teilen kann. Ich habe viel zu viele Halstücher, Leute. Oh mein Gott, das wusste ich gar nicht. Dann einmal so eins hier. Dann haben wir hier schon mal ein Haarband. Und hier haben wir dann noch eins zu der passenden Pumphose. Einmal mit diesen Mickey-Mäusen drauf. Hier haben wir noch ein Haarband zu der einen Hose dazu. Hier haben wir noch ein Halstuch. Da steht Lias Name drauf. Und dann wirklich das Letzte ist das hier.
So, das waren jetzt alle Halstücher. Dann machen wir weiter mit den Haarbändern. Da habe ich auch ein paar. Und zwar einmal das hier. Das habe ich auch selber gemacht. Dann noch das hier. Das habe ich selber gemacht. Und dann noch so eins hier. Da hatten wir mal den passenden Strampler, aber der ist leider auch schon zu klein. Und dann nochmal so eins hier. Und dann zu der einen passenden Hose nochmal ein kleines Haarbändchen. Und dann nochmal so eins hier. Und das letzte ist tatsächlich dieses hier. Und dann haben wir diese Schublade auch schon abgearbeitet. So, dann gehen wir weiter hier zu unserer Garderobe. Die steht hier links bzw. rechts neben dem Wickeltisch. Und da haben wir natürlich ein paar Jäckchen. Und auch noch hier zum Beispiel so ein richtig schönes Halstuch. Aus Musselin ist das auch. Und ich finde, das ja, ist richtig toll. Es ist so richtig groß. Und wenn man das eben so knotet, dann ja, fällt das einfach richtig süß bei den Kleinen. Das ist auch einer meiner Lieblings-Halstücher. Deswegen hängt das auch hier. Dann habe ich auch noch so zwei kleine Haarbänder hier hängen. Da haben wir noch die passende Latzhose zu. Das seht ihr gleich. Und nochmal hier so ein kleines mit so einer kleinen Schleife dran. Und dann haben wir hier eben ihre ganzen Jäckchen. Unter anderem hier einmal so eine Waldjacke in Grau mit so rosa und so ganz großen Knöpfen. Und innen ist die komplett aus rosa Musselin. Und ich liebe ja Waldjacken bzw. alles aus Walk, weil ja, ist einfach ein super toller Stoff. Erst recht jetzt für die Kleinen, wenn die anfangen auf dem Spielplatz zu toben. Dann habe ich unsere Lieblingsjacke, also absolute Lieblingsjacke. Das ist die, oh Gott, wie heißt denn jetzt das Stück? Die Yumi von Rosa Rosa, genau. Also ein Cardigan eigentlich, aber hier als Jacke gemacht. Und zwar ja, außen mit so einem Wollstoff und innen hier mit so Blümchen und so. Und was ich ganz toll finde, ist hinten eben die Stickerei. Das finde ich auch richtig schön. Mit so einer kleinen Maus. Genau, wirklich eine unserer Lieblingsjacken. Und da traue ich auch schon hinterher, wenn die nicht mehr passt. Das sind jetzt bis jetzt alle Jacken, die hier hängen. Der Rest ist gekauft. Und jetzt geht es weiter zum Kleider. Vorab nicht erschrecken. Es ja, sieht nicht so ordentlich aus. Und es wird jetzt auch ein bisschen mehr. Weil die Kleine einfach unglaublich viele handgemachte Sachen im Schrank hat. Genau, der Schrank ist nicht besonders aufgeräumt, wie gesagt. Ich habe ihn nur so ein bisschen sortiert. Hier oben sind Oberteile, hier unten ist alles andere. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt. Genau, was haben wir denn hier? Wir haben hier unter anderem erstmal ein Pullover, die passende Latzhose. Warum das nicht auf einem Bügel ist, frage ich mich auch gerade. Ein Pullover, und zwar sieht der so aus. Das habe ich selber gemacht. Genau, mit so Punkten. Und dazu die passende Latzhose ist diese hier. Und das sieht dann nachher so aus, wenn die Kleine das trägt. Genau, die Latzhose habe ich auch dazu selber gemacht. Und da ist hier eben auch so ein gesticktes Reh drauf. Das habe ich mit meiner Stickmaschine gemacht. Und das ist ganz flauschig und weich. Und das ist auch wirklich einer, ja, unserer Lieblingslatzhosen. Die trägt die Kleine total oft und total gerne, weil der Schnitt auch sehr, sehr schön ist. Und der Schnitt auch der Kleinen sehr, sehr gut passt und gefällt. Und genau, auch einer unserer Lieblingssets. Und das Nähen hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dann würde ich sagen, wo ich schon mal hier unten bin, fangen wir an oder machen wir weiter mit unserem Bike Overall. Der wird jetzt langsam leider zu klein. Den hatte die Kleine aber auch monatelang an. Also eigentlich ist es nämlich eine 74, glaube ich. Aber sie hatte den schon mit 62 an und jetzt ja, wird er langsam zu klein. Ihr seht auch, der ist ordentlich dreckig. Also den werde ich jetzt waschen und dann wird der auch ja, weggeräumt fürs nächste Kind. Der ist auch richtig schön. Der hat hier so kleine Öhrchen dran und innen mit so einem Panda-Stoff und all sowas. Also es ist wirklich ein ganz, ganz bezaubernder Overall, der wirklich auch, ja, wirklich super oft getragen wurde. Ihr seht das, ne? Da war sie mit auf dem Spielplatz, da war sie mit im Modder. Also der hat einiges mitgemacht und ein paar Kotzflecken gibt es hier auch. Ich werde den, wie gesagt, sauber machen. Waschen darf man den ja nicht. Und dann, ja, kommt der zu unseren anderen Sachen, die wir aussortieren. So, dann geht's weiter. Hier unten haben wir hauptsächlich so, ja, wie gesagt, alles andere. Was Pullover angeht. So, also hier geht's weiter mit einer Latzhose.
Die habe ich auch bestellt bei einem Instagram-Shop und ich fand den Stoff einfach so schön oder finde den immer noch so schön. Den habe ich mir jetzt auch nochmal nachgekauft und mache da selber nochmal die gleiche Latzhose in der Nummer größer. Diese hier ist nämlich jetzt, glaube ich, in so einer 80-86 und die hat hier einfach so eine süße Tasche, seht ihr das? Und der Schnitt ist einfach so toll. Hinten hat er nämlich hier so ein Gummiband und ja, kann man hier so in zwei Größen verstellen. Und ich finde, die Latzhose ist einfach der Hammer. Also es ist wirklich auch unser Lieblings- oder einer unserer Lieblingskleidungsstücke. Weil ich finde die einfach so schön. Die sitzt einfach so, so gut. Der Schnittmuster habe ich mir auch direkt runtergeladen, als die Bestellung bei uns ankam. Genau, dann habe ich noch zwei Strampler, die ich auch ebenfalls selber gemacht habe. Das ist aber auch schon sehr, sehr lange her. Die habe ich jetzt vor kurzem erst wieder entdeckt, weil ich hatte noch eine Kiste, wo eben zu große Sachen drin sind. Und ja, da habe ich diesen Strampler noch entdeckt. Ich wusste gar nicht, dass ich den besitze noch. Genau, einmal mit so einem kleinen Küken drauf. Das ist das Schnittmuster Strampelina. Und genau, das ist jetzt ihre nächste Größe. Der passt jetzt genau. Habe ich, wie gesagt, glaube ich, schon vor einem Jahr genäht und wie gesagt, vergessen. Im Schrank. Fast, also zum Glück noch passend rechtzeitig gefunden. Und auch eine Strampelina, also der gleiche Schnitt, nur noch mal ein bisschen größer. In der 92 habe ich hier genäht. Mit diesem Stoff. Da steht drauf, hab dich lieb. Genau, finde ich auch richtig, richtig goldig mit so einem türkisen Bündchen hier. Und dieser Schnitt ist auch mein liebster Strampler-Schnitt, weil ich finde, dass der einfach ja, hier unten richtig schön pumpig ist. Dann machen wir weiter mit dieser Latzhose hier. Und die finde ich auch richtig schön, weil die hat gar kein Bündchen unten dran. Das heißt, man kann die, ja, so wie das Kind eben gerade wächst, kann man die einfach hochkrempeln. Das mache ich auch sehr gerne. Wenn die Kleine zum Beispiel barfuß ist, dann finde ich, sieht das einfach so goldig aus. Und die ist von Mamikis, auch auf Instagram zu finden. Und ich finde den Stoff auch einfach richtig schön und genauso wie den Schnitt. Den mag ich auch sehr gerne. Das ist ja auch derselbe Schnitt wie meine anderen ganzen Latzhosen. Genau, und das ist auch das vorletzte Teil hier. Das letzte Teil hier unten ist einmal diese Waldjacke. Die hat die Kleine auch schon richtig, richtig lange. Die habe ich damals auch schon bestellt, da war ich noch schwanger. Genau, und die hat hier hinten eine richtig schöne Mütze. Die ist nämlich so, ja, wie nennt man, so eine Zwergenmütze, seht ihr das? Mit so kleinen Öhrchen noch dran. Und innen auch komplett mit Jersey. Genau, und die tragen wir auch super, super gerne. Und dann geht's weiter mit oben. Oben fängt es an mit diesem Pullover. Passend zu der einen Pumphose. Würde ich jetzt nicht passend anziehen, aber auch den finde ich super süß. Hatte die Kleine leider noch gar nicht an, weil ich den, wie gesagt, auch erst vor kurzem in der einen Kiste gefunden habe. Ist jetzt aber auch die jetzige Größe und werden wir auf jeden Fall anziehen. Dann geht es weiter mit einem Pullover passend zu der alten Pumphose noch. Das ist dieser hier. In diesem Stoff hier hatten wir ja die Pumphose, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Und der hat hier so, ja, so Rüschenärmel, finde ich auch richtig süß. Und ja, steht der Kleine auch unfassbar gut. Und dann, oh, das ist echt voll hier oben. Dann geht es auch weiter mit diesem Strampler. Pullover, das ist einfach so ein ganz normales Longshirt mit so Sternchen in Weiß. Das trägt die Kleine auch schon total lange. Und dann kommen wir auch schon zu meinen Lieblingspullovern. Und zwar ist das hier auch mein Lieblingsschnitt. Genau, mit so einer richtig großen Kapuze. Und ja, das ist wirklich auch einer meiner Lieblingsteile hier. Weil ich finde diesen Schnitt einfach richtig, richtig toll. Und ja, davon hat die Kleine auch ein paar mehr, wie ihr gleich sehen werdet. Denn ja, wir tragen die wirklich sehr, sehr gern. So, dann habe ich hier noch zwei. Einmal einen, der bei einer Leggings dabei war. Finde ich auch richtig süß hier mit den kleinen, ja, Rüschen, glaube ich auch. Ist auch einfach ein ganz normales Longshirt in rosa. Und dann haben wir hier noch einen Hoodie. Und den habe ich auch schon gekauft damals. Da war ich noch schwanger. Und der hat hier so Sternchenbündchen und sonst ist er so grau. Und hier so zwei Knöpfe. Und natürlich auch eine richtig schöne Kapuze. Auch den tragen wir eigentlich auch total oft. Also den hat die Kleine wirklich sehr, sehr oft an. Und dann geht es weiter mit einem Pullover. Wieder aus demselben Schnitt wie gerade eben. Mit dieser riesen Kapuze hier. Aus ja, so kleinen Bärchen. Tragen wir auch sehr, sehr gerne. Wie gesagt, also den Schnitt tragen wir total gerne. Und wie gesagt, auch einer meiner Lieblingsschnitte. Ja, dann
kommt hier nochmal ein Pullover im selben Schnitt, einmal mit diesem Walstoff. Und dann kommt hier noch einmal das Longshirt, passend zu deinen Leggings, die wir haben, mit diesen kleinen Himbeeren drauf. Und da ist hier eben nochmal das passende Longshirt dabei gewesen. Dann habe ich nochmal zwei, also jetzt kommt fast nur noch ausschließlich, hier der Rest ist so fast ausschließlich handmade. Einmal so eine kleine Tunika, also so ein kleines Kleidchen ist das. Ja, das haben wir auch total oft schon angehabt. Und ja, lieben das auch total. Ich finde das so süß, wie das hier oben so aufgefächert wird. Und ja, mit so kleinen Mäuschen auch richtig schön. Und dann haben wir hier nochmal einen Pullover mit den Hafenkids. Auch mit einer richtig schönen großen Kapuze. Genau, auch ja, ein sehr, sehr schöner Schnitt. Und auch ein sehr, sehr schöner Pullover. So, dann haben wir nochmal drei Pullover. Ich muss hier mal ein bisschen Platz schaffen, damit ich sie überhaupt wieder alles reinkriege. Und ich habe gerade erst aussortiert, Leute. Ja, weiter geht's mit diesem Pullover hier. Auch wieder der gleiche Schnitt mit der riesen Kapuze. Und im selben Schnitt einmal dieser Pullover mit der riesen Kapuze. Und dann nochmal dieser Stoff, auch aus demselben Schnitt. Genau. Das ist übrigens der Mini-Missy-Schnitt, falls ihr da fragt. Ist einfach der beste Pullover-Stoff bzw. Hoodie-Stoff, wie ich finde. Da habe ich jetzt auch schon ganz, ganz viel selber genäht. Und genau. So, dann haben wir nochmal drei Handmade-Pullover. Einmal der gleiche wie gerade eben, nur eine Nummer größer. Dann einmal ein Pullover mit so Hasen. Und so Hasenohren und so ein Hasengesicht drauf. Auch absoluter Favorit bei Lia vor allem. Und dann haben wir Lias persönlichen Pullover und zwar mit Lia drauf. Und auch hier sind Hasenohren oben dran an der Kapuze und den trägt Lia auch unfassbar gerne. Und den finden wir auch richtig, richtig toll. Den findet ihr auch auf Instagram bei Kleiner Sprössling. Genau. So, dann geht's weiter. Wir sind fast fertig, Leute. Ich sag's euch doch. Ich hätte niemals gedacht, dass das Video so lang geht. Genau, zwei Pullover noch. Einmal ein ganz normales Longshirt aus diesem Stoff. Und dann nochmal so ein kleines Kleidchen, beziehungsweise auch so eine Tunika. Genau. So eine Hexen- bzw. Zwergmütze wieder. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Teil hier in der Runde. Und zwar ist es einmal dieser Pullover wieder aus dem Mini-Missy-Stoff mit der großen Kapuze und auch einer meiner Lieblings-Pullover, die wir einfach auch super oft tragen. Also ich glaube, seht ihr auf Instagram, den haben wir schon so oft getragen und lieben die wirklich über alles, diese Pullover. Ja, das war's in der Handmade-Ecke hier. Ja, meine Lieben, das waren alle handgemachten Sachen, die wir besitzen, die die Kleine besitzt und die wir liebend gern tragen. Ich finde, handgemachte Sachen sind einfach was ganz, ganz Besonderes, weil sie erstens handgemacht sind und zweitens sind die Stoffe einfach wunderschön. Und ich hoffe sehr, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, gebt ihm gerne einen Daumen hoch und folgt uns auf jeden Fall auf Instagram. Da seht ihr nämlich immer ganz, ganz fleißig, wenn ich nähe. Und ja, ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!